Lecker! Wir wollten den Foodtruck, haben wir schon geplant, vor Corona. Allerdings damals mit so American Street Food wollten wir da machen. Und dann haben wir gemerkt, dass wenn du so American Street Food machst, kannst du den Hänger nicht alleine ausbauen. Dann hast du also sehr hohe Kosten. Also bist du bei 60.000, 80.000 dabei. Das war uns dann zu viel Risiko gewesen. Und dann kam der Lockdown. Dann war es die Tatsache die richtige Entscheidung und im Lockdown immer weiter gedacht, was kann man machen, was auch mit einfachen Abläufen zu machen ist und etwas, was nicht jeder hat. Und dann haben wir, nachdem wir im Lockdown halt viel Geld ausgegeben haben, haben wir danach wieder Geld angespart und haben dann gesagt, also wirklich krass brutal, eigentlich so wie man es, jeder Unternehmensberater schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Dann war es Anfang Mai gewesen, wo wir zusammen auf Arbeit saßen. Also wir haben im gleichen Hotel gearbeitet und gesagt haben, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Es geht nichts mehr voran, es ist alles Stillstand. Dann haben wir im Internet nach einem Truck geschaut. Und dann haben wir so ein Auslaufmodell hier gekriegt, der war komplett leer gewesen. Dann haben wir die Anfrage gestellt, zwei Tage später hatten wir einen Truck. Dann haben wir uns beide angeguckt und gesagt so, okay, scheiße. Ja, dann gab es kein Zurück mehr. Genau, dann haben wir Step by Step. Dann mussten wir ein Auto kaufen, was auch die Zugkraft hat, einen Hänger zu ziehen. Und dann die ganze Einrichtung zu planen und sowas halt. Und seitdem sind wir zufriedener, weil die Selbstverwirklichung da ist. Und darum ging es uns am meisten. Es ging uns jetzt nicht darum, also natürlich nehmen wir das auch mit, aber ein Heim Geld zu verdienen, aber wirklich um diese Selbstzufriedenheit, so Anerkennung, was oft auch in der Geschäftswelt fehlt. Das war uns sehr, sehr wichtig und das haben wir jetzt. So, eins. Zwei. Drei. Warum ist das Licht aus? Jetzt ist es nicht wieder an, dann machen wir den Tomat. Thank you.
Bei dir unten oder hier? Bei dir. Echt? Yeah.
so gefehlt, ich habe nicht mitgezählt. Ich wollte schon mal keine Hilfe, aber jetzt rührst du einmal mit Vorsicht. Käse? Habe ich die schon drin in der Soße, bitte? Und das Rezept für Königsberger Boxen, von woher stammt das? Naja, ich tat, also Tatsache aus überall ein bisschen was zusammengefeilt. Also so wie ich es kenne, von Oma, ein bisschen Familienrezept, aber dann halt aus Küchen, wo ich gearbeitet habe, halt einfach von den Köchen ein paar Tricks und sowas noch mitgenommen, wie man es noch machen könnte. Deswegen sind auch bei uns die püriert quasi, die Kapern. Weil viele wollen sich auch eine Kaper beißen, aber der Geschmack der Kaper gehört halt in der Königsberger Klopse Soße dazu. Und bei der Senfsoße war es eigentlich auch einfacher, als eigentlich fast nur, könnte man rein theoretisch auch mit Wasser und Senf und ein bisschen Mehl machen, sage ich so. Aber bei uns war es zum Beispiel wichtig, dass noch Senfkörner reinkommen, halt, also so, dass wir das auch die eigene Note mit reinbringen, auf jeden Fall. Ja. Und der Krator auch, halt. Also Krator habe ich auch von einem befreundeten Koch halt gesagt, der hat mir gesagt, halt, mit diesem Dämpfen und Kochen, das ist, aber die Rezeptur, was ich an Gewürze reinmache, das habe ich alles selber gemacht, sie hat es abgesegnet. Und dann kümmern wir uns jetzt um die Senfeier. Du noch mal mit probieren. Ja, lecker. Nein, Tutti. Kampfkraft.
So, schwupp. Da könnt ihr aber Bautzner, Metro, da könnt ihr alle einstellen. Da könnt ihr alle Produktbasement. Und das Hühnerfrikassee haben wir gestern schon vorbereitet. Kartoffelchen oder Kartoffel? Umtauschen wollen. Zweimal Senfer, ja? Ja, genau. Einmal Klops. Da haben wir das gute Zeug. Ja, das liegen wir. Ja, hier sind die, oder? Hier. Hast du die denn? Also nochmal, jeweils einmal Klops. Jeweils zwei Klops. Jeweils zwei Klops. Zum Mitnehmen oder hier essen? Einmal ohne Salat. Jawohl. Also zweimal Knochen, jeweils mit zwei Klops. Genau. Automatisch so ein KI-Anruf machen. So, brauchst du eine Tüte? Einmal ohne Salat, jawohl. Brauchst du ein Tütchen? Nö, ich glaube, das kriegst du. Brauchst du Besteck? Geht so. Vielen lieben Dank. Königsberger und Topping des Tages. Bei drei Stück kriegt er ein bisschen Rabatt natürlich. Jawohl.
Beete. Rote Beete? Ja. Das ist alles ein Ei bei uns. Muss ja kompakt sein. So, 20 Cent. Ist sie gleich? Ja. Ich danke. Okay, voilà, lass dich schmecken. Du bist doch mal der Marketingstratege hier. Ja, da kommt doch bloß noch was zu, wenn du möchtest. So. Dennis. Wo läuft? Heute? Obwohl es so kalt ist? Klopse oder Senfei? Ja, pass mal auf, ich gebe euch einmal Senfei. Beide Königsberger Klopse. Wir nehmen aber jetzt mal einen Teller, damit wir das mal kosten können. Jetzt kriegst du immer Senfei, immer Klops und muss Bruder beide probieren heute. Wenn sie schon die weiten Weg nach Berlin geschafft hat von Luckenwalde. Da kam doch bestimmt Kira. Richtig. Nimm mal bitte. Alles klar. Immer am Tisch. Und schmeckt's euch? Ja. Ja. Kann ich mich weit aus dem Fenster lehnen? Kann ich noch nicht viel sagen, aber es schmeckt. Weil es so gut schmeckt, kannst du nicht so viel sagen, weil du den Mund voll hast. Ne? Dankeschön. Nee, nee, ist alles okay, ist alles okay. Wunderbar, prima, dankeschön. Jawohl, hier essen oder mitnehmen? Hier essen. Jawohl. Such das Ei. Vielen Dank, vielen Dank. Also nochmal mit Ruhe. Ja, wollen Sie eine halbe Portion haben? Mache ich Ihnen. Ich kann nicht mehr so viel essen. Naja. Weniger. Machen wir? Alles klar. Natürlich. Ja. Ciao. Dann machen wir hier einfach der Dame eine halbe Portion mit einem Senfei und dann Königsberger Klops. Ein Klops? Dann machen wir eine halbe Portion. Machen wir, machst du mal einfach nur den Karton und den Klops machen wir umsonst. Oder wir machen mal 50%. Machen wir das mal versuchen. Oder du probierst mal 50% in der Kasse zu machen. Natürlich. Ja, dann schauen wir doch mal. Ich mach dich satt. Von Spandauer für Spandauer, weißt du? Wow. Ich mache Ihnen ein Herzchen auf Salat. Genau. Nee, das ist ja gut. So, dann haben wir 2,90 €. Sehen die ihn noch? Vielleicht nicht. Ist das meins? Danke. Jawohl, wunderbar. Sehr schön. Jetzt gehe ich da rüber. Ciao. Ja, tschüss. Lass dich schmecken.